Kennt ihr den noch hier? Wisst ihr, wie man den Namen ausspricht? Wisst ihr auch noch, was wir damit gemacht haben? Ja, bei einigen Fragen solltet ihr auf jeden Fall nicht Holger von My Bonsai und Kois fragen, und zwar beim Namen. Wir haben hier ein Asa Sangokako. Hatte ich im letzten Jahr ja abgemoost als Vorbereitung zum Bonsai. Wir sehen jetzt hier einen schönen Doppelstamm quasi in der Form so ausgeprägt. Ja, und was habe ich damit vor? Eigentlich ist ja das Jahr des Drahtens. Jetzt hatte ich gerade überlegt, ob ich hier Draht anlege oder hier Draht anlege oder hier Draht anlege. Ich befürchte, ich werde jetzt wieder sehr viel abschneiden. Also für euch sehr viel. Ich lasse viele Knospen dran. Ich habe auch vor, den Baum schnell durchzuziehen, quasi als Bonsai-Solitär-Rohling, nennen wir es mal so. Also, dass der in eine Schale. Sobald er in eine Schale kommt, nennen wir das schon mal Solitär-Rohling. Und den dann als richtigen Solitär zu entwickeln. Und deshalb soll er relativ schnell relativ groß werden. Ja, und damit er das wird, würde ich ihn jetzt ein bisschen zurückschneiden. Ja, und wenn ihr das sehen wollt, dann würde ich einfach sagen, dann bleibt dran. Deshalb würde ich erstmal sagen, Glück auf, Bonsai-Kumpels, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich will den jetzt zurückschneiden. Damit fangen wir jetzt erstmal an. Wir haben Mitte März. Treibt auch zum größten Teil schon sehr stark aus. Soll ein Doppelstamm sein. Also ich weiß nicht, wie gut ihr das von da hinten sehen könnt. Ansonsten gleich nochmal in der Nähe. Hier haben wir in der Doppelstammbereich, also hier haben wir den Hauptstamm. Ich habe hier extra so ein Zeigestäbchen. Alles egal, ich sehe das. Wir haben hier einmal den Hauptstamm. Dann haben wir hier diesen Seitentrieb. Und hier geht einer nach innen. Der kommt zum Beispiel gleich ganz weg. Ich denke, das können wir auch mit Ton machen. Dann kann ich es eigentlich am besten dabei erklären. Ich habe hier einen neuen Doppelstamm innenliegend, den ich dann dazu kultiviere, weil der hier zu straight, zu lang geht. Das waren ja beides einjährige Triebe sozusagen. Und ja, das müssen wir einmal ein bisschen einreduzieren, damit der Seitenstamm so ein bisschen im Nachteil zu dem Hauptstamm ist. Der soll ja ein bisschen kleiner wirken und schmächtiger, weil der Hauptstamm, der sollte den Charakter eines Hauptstamms aufweisen. Ja, und an sich würde ich jetzt erstmal sagen, beschneiden wir den. Ich habe ja noch einen anderen. Ich weiß, also wo ich diesen schnellen Ableger noch nachher gemacht habe mit dem Pinnchen dran. Ich weiß nicht, ob ich mich einen Blattschnitt traue direkt. Ich kenne den ja eigentlich noch gar nicht so, das Ahornhörnchen. Vielleicht mache ich es, vielleicht auch nicht. Also ich gehe schon davon aus, dass ich es tun werde. Vielleicht aber auch erst bei dem anderen zum Testen und dann hier. Kann ich nicht so genau sagen. Auf jeden Fall seht ihr in diesem Video die Entwicklung oder die schnellere Entwicklung zu einem Bonsai-Solitär sozusagen. Ja, ich würde mal sagen, ich baue mal eben die Kamera um, hole euch ein bisschen näher ran und dann fangen wir auch direkt mal an, ein bisschen was abzuschneiden. Denn hier ist viel zu viel dran. Nicht nur für mich, sondern für eine gute Entwicklung eines Baums viel zu viel. So, schon wieder einen Tag vergangen. Ne, zwei sogar. Ich weiß gar nicht mehr so im Detail, was ich euch erzählt habe, was ich hier abschneiden will und was ich dran lassen will. Jetzt habe ich den Baum ein bisschen betrachtet und bin definitiv zu der Entscheidung gekommen, hier nochmal was abzumoosen. Wenn ihr diesen hohen Trieb hier seht, den werde ich definitiv hier irgendwo an der Stelle abmoosen, Pinnchenabmoosung, und werde das Oberteil hier abmoosen wollen. Deshalb breche ich jetzt hier zum Beispiel diese beiden Knospen aus. Die kann ich da an der Stelle nicht gebrauchen. Ich denke, dass ich auch irgendwo diesen Rindenschnitt ziemlich so auf der Höhe der alten Knospen machen werde. Und ich gucke gerade, wenn ich cool bin, dann habe ich das jetzt sogar rangezoomt, dass ihr das besser sehen könnt. Ja, dann bietet sich dieser zweite Trieb hier an. Rein theoretisch auch für eine Abmoosung, aber irgendwie will ich das hier gar nicht abmoosen, ist ein bisschen dünn. Also werden wir den in dem Fall zum Beispiel einmal abschneiden. Ich habe hier direkt unten am Ansatz zwei Knospen auf beiden Seiten. Lasse ich beide stehen, gucken, welche wie sich etabliert. In welche Richtung, welchen Winkel wir dann sozusagen kriegen. Und der bessere wird dann nachher der Ast, der hier definitiv zur Seite wächst, weil der ganze Baum ja hier einen Knick auf jeden Fall so zur Seite macht. Das heißt, dadurch, dass der Knick hier, oh, man sieht das kaum, dadurch, dass der Knick hier raus auf mich zugeht, will ich natürlich einen Ast hier auch hinhaben. Das bringt ein bisschen mehr Volumen und ein bisschen mehr Schwung in den Baum. Dann seht ihr einen Ast hier unten. Den will ich auch abmoosen. Will ich irgendwo hier mit der Pinnchenabmoosung auch abmoosen. Der ist ein bisschen dicker. Auch hier werde ich die beiden Knospen jetzt rausbrechen. Kann ich ja nicht gebrauchen, die nützen mir nichts. Und hier ganz unten am Ast sind auch noch Knospen. Die werde ich auch verhindern vom Austrieb.
so dass ich hier oben diese zwei Knospenpaare mitnehme für 9 Grad Trieb. Dann seht ihr hoffentlich, ich gucke gerade, hier im Inneren diesen dünnen Trieb. Lohnt sich nicht abzumosen. Und weil das ja mal ein Doppelstamm sein soll, der sich auf der Seite etabliert, brauche ich auf der Innenseite sozusagen gar keinen Trieb. Das heißt, den werde ich jetzt komplett einmal entfernen. Zack, das war gut. Was ich auch gerade noch vergessen hatte, zu dem Trieb hier zu sagen, ich nehme mal den Stab, dann haben wir Kontrast. Bei diesem Trieb, der kommt raus, weil der ist auch hier unten, macht der Stamm einen Knick etwas nach da. Und der ist im inneren Bereich des Knickes, da würde ich ihn definitiv entfernen, deshalb mose ich das ab. Entferne ihn nachher hier in der Kehle. Und hier unten drunter am Außenknick des Astes sozusagen, sehe ich hier schon eine Knospe. Da wird garantiert demnächst auch noch mehr passieren. Die sieht jetzt aus, wenn die steil nach oben wachsen wird. Gucken, ob wir die ein bisschen manipulieren können. Aber ich zähle auf jeden Fall auf die Knospe hier unten. Dann hier der Seitentrieb, was eigentlich mein ursprünglich gedachter Doppelstamm war. Geht sehr strange und einheitlich hier nach oben hoch. Das will ich so auch nicht haben, ist aber auch relativ dick, sogar dicker als der hier. Aber nicht ganz so dick wie der hier oben, aber auch den möchte ich abmosen. Dann habe ich schon mal 3 neue Pflanzen sozusagen generiert, die ich definitiv dem einen oder anderen Kollegen irgendwie schenken kann oder sowas. Vielleicht meiner Freundin noch einschenken kann, einen noch zum Ausprobieren habe, einen zum Verlosen, ich weiß es nicht. Und hier diesen Trieb, den ihr im Inneren seht, das ist dann eigentlich die Weiterführung des Doppelstammes. Dann habe ich eine schöne Verjüngung, die sich hier einstellt. Bietet mir auch eine tolle Knospe. Werde ich jetzt auch nicht drahten, sondern ich moos erst ab. Und wenn ich dann irgendwann so, also der ist ja schon gut in der Entwicklung, wir haben jetzt 1. April. Und, 1. April, wir haben 3. April. Und wenn sich der Baum so in 2 Wochen so weit aufgetan hat, dass er die Knospe überall schön aufgedrückt hat, ich denke, das wird so in 2 Wochen der Fall sein. Fangen wir direkt früh mit der Abmosung an. Ihr habt ja letztes Mal auch gesehen, der hat mit diesen Pinchenabmosungen oder mit grundsätzlich auf die Abmosung sehr gut reagiert, sehr gut mitgemacht. Ich denke, nach 4 Wochen haben wir Wurzeln dran, dass wir das Teil abnehmen können. Und dann können wir definitiv auch hier den unteren Teil einmal so ein bisschen drahten. Dann haben wir genug Spielraum und das zu Richtung Bonsai entwickeln. Dann bleibt da dieses Jahr noch eine Schale in dem Teichkorb. Und dann könnte ich mir vielleicht sogar bei dem schon vorstellen, dass ich damit relativ früh in eine Schale gehe, um relativ früh so in Richtung Solitär rumspielen zu können oder in die Entwicklung eines Sangokakus zum Solitär sozusagen. Ja, alles jetzt erstmal ein bisschen viel Theorie. Ich denke, viel mehr schneide ich jetzt nicht ab. Habt ihr gesehen, wir haben uns von 2 Sachen getrennt. Der Rest fällt sowieso. Bietet jetzt erstmal Laub. Jetzt gerade noch mal so 2 Wochen, dass der Baum sich in den Wurzeln so ein bisschen mehr etablieren kann. Und dann gucken wir mal einfach, dass er gut durchkommt. Ist aber sehr wuchsfreudig, also eigentlich eine schöne Sorte, Sangokako. Bin auch wieder gespannt auf den Erstaustrieb, den ich schon ein bisschen vergessen habe, wie der bei der Sorte aussieht. Sehr prägnant sind natürlich die roten einjährigen und teilweise die zweijährigen Triebe sind relativ rot von der Borke. Und ich bin noch mal gespannt, wie gesagt, wie dann das Laub zu der Borke aussieht. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern. Zumal letztes Jahr auch eine Menge Blätter ja verkümmert sind, weil wir diesen komischen langen Winter hatten. Ja, also würde ich einfach sagen, wir sprechen wieder zueinander, wenn ich mit der Abmosung beginne. Und seid gespannt. Geiles Teil. Besorgt euch auch so eins. Asa Palmatum Sangokaku. Und damit herzlich willkommen Mitte Mai. Ja. Ich habe mir gerade die Aufnahme nochmal angeguckt, um auch euch jetzt nicht alles doppelt zu erzählen, nur das Richtige zu erzählen. Und habe mir dann wieder gedacht, oh mein Gott, was hast du da gemacht? Ich habe mir hier die Knospen an den Seitentrieb genommen. An der verlängerten Nochspitze habe ich ihm hier die Knospen genommen. Und auch an dem Doppelstamm Seitentrieb habe ich ihm die Knospen genommen, weil da will ich ihn, also da wollte ich ihn damals abmosen. Wenn ich mir den Baum jetzt so angucke, Problem Nummer 1. Er hat hier die Knospen, die hat er nicht etabliert, um den Ast nach hier zu bringen. Schon mal sehr blöd. Dann hier unten, wo der Ast diesen Knick hatte, müsst ihr gerade noch gesehen haben, ich gucke gerade, hier ist auch so ein Viech, weg da, hat er die Knospen auch nicht etabliert, sondern nur in diesen Ast investiert. Die Weiterführung des neu gedachten Doppelstamms, was man hier sieht, den hat er schön ausgetrieben. Ja, und den Seitenstamm hat er auch schön ausgetrieben, aber hier unten passiert nichts, da habe ich ihm halt die Knospen genommen.
So, jetzt habe ich gerade lange hin und her überlegt. Alles so semi-optimal. Er wird definitiv nächstes Jahr, 2023, noch in diesem Teichtopf stehen bleiben und nicht in eine Schale gehen, wie ich vielleicht ein bisschen zu forsch geäußert habe, weil da viel Euphorie bei war. Ich dachte, der treibt genauso aus wie ein ganz normaler sortenreiner Asa Palmatum, weil er sich ja auch genauso einfach und gut abmosen ließ. Ja, aber ich merke, ich weiß noch nicht alles über diese Sorte. Treibt sehr, ja, apikal dominant aus, klar, weil ich mir die Knospen genommen habe, aber auch die Knospen jetzt hier am Stamm, die hat er überall, wo potenzielle Knospen war, hier war auch noch eine, kann ich mich erinnern, die hat er alle nicht gefördert, sondern sich nur außen schon auf das konzentriert, was da war. Klar, ist eine Abmoosung, hat wenig Wurzeln, Wurzeln im Verhältnis zur Laubmasse. Vielleicht hätte das am Anfang ein bisschen in die Sache mit hineingespielt. Aber, jetzt könnt ihr es vielleicht besser sehen, ich werde auf jeden Fall, habe ich mir jetzt gerade überlegt, die Abmoosung durchziehen. Auch wenn da draußen jetzt wieder ein, zwei Leute sind, die sagen, Petri, was machst du da? Ja, ich mache das. Ja, und wir werden nachher sehen, dass es dem Baum trotzdem gut geht. Hoffe ich zumindest. Nur die Entwicklung dauert dann halt jetzt nochmal definitiv ein Jahr länger, weil wenn ich den Ast weg habe und die verlängerte Spitze, habe ich ja nur noch Sachen, was jetzt so Altholz angeht, die definitiv dranbleiben und zur Entwicklung des Baumes in den nächsten Jahren beitragen sollen und auch erhalten bleiben sollen. Wie gesagt, die Weiterführung des Doppelstammes hier unten, die ich dann so ein bisschen ranraten werde, wenn der hier erstmal weg ist in 8 Wochen. Der hier kommt weg, in der Hoffnung, dass er dann hier unten noch Knospen ausetabliert. Wo die nächste Sache natürlich ist, dass die auch sehr tief am Stamm sind. Klar, wenn der rauskommt, die Abmoosstelle ist ordentlich tief da drin, wird dann nochmal ein bisschen hochgesetzt. Ich hoffe, dass das im Verhältnis passt. Und wenn nicht, müssen wir da halt dann nochmal gucken. Das könnte dann halt vielleicht nochmal ein bisschen kritisch werden. Aber ich hoffe, dass er dann im nächsten Jahr spätestens uns richtig viel anbietet und gut austreibt. So, was habe ich jetzt vor? Wie ich ja gerade schon sagte, Pinchenabmoosung. Ich habe irgendwo noch da oben meine alten vorbereiteten Pinchen. Hier mache ich das wieder mit 3 Pinchen, weil das ja am Ende der Saison letztes Jahr bei der Mutterpflanze auch sehr gut geklappt hatte. Hatte nach 2, 3 Wochen schon Wurzeln etabliert. Ich glaube, nach 4 oder 5 Wochen war es schon so, dass der schon ins Herbstlaub ging und ich den ja im Herbstlaub abgekappt hatte. Und die Wurzeln reichen definitiv aus, um diesen neuen Baum zu, ja, zu durchzukriegen. Also der hat jetzt ausgetrieben, es hat funktioniert. Also wenn ich das jetzt 8 Wochen dran lasse, haben wir schöne Abmoosung, die definitiv durchkommen. Die Erfahrung haben wir jetzt gemacht. Und dann müssen wir uns in Ruhe um den Baum kümmern, ohne Abmoosung, ohne irgendwas. Also einmal Abmoosung und einmal ein bisschen so die Seitung Ultrakelle drauf. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Der soll ja nochmal, wenn er jetzt mag, hier und da austreiben. Ich hoffe, dass ich das dadurch nochmal ein bisschen fördern kann, weil der hat halt auch noch nie Dünger gesehen und steht ja jetzt auch schon, wir haben Mitte Mai, der steht ja jetzt länger als, viel länger als ein halbes Jahr schon in diesem Töpfchen drin. Auch mit Flüssigdünger habe ich hier nie gedüngt. Gerade so die Abmoosung, diese ganzen Neupflanzen, da halte ich mich mit Flüssigdünger mal zurück, gerade auch Ahorn, weil man dann schon mehr in die Schale mit Flüssigdünger gießen sollte. Wenn man über die Blätter gießt, gibt es immer diese Flecken und so. Halte ich mich auch zurück und diese Schalen stehen bei mir immer so ein bisschen in der letzten Ecke auf dem Boden und das dann da so vernünftig mit dem Gießen zu machen, deshalb auch kein Flüssigdünger. Ja, ich würde sagen, ich hole euch ein bisschen näher ran. Ich bringe die Abmoosstellen mal einmal für euch einen Zeitraffer drauf, haue ein bisschen Seitung drauf und dann hoffe ich einfach, dass wir uns in 8 Wochen wieder sprechen, wenn ich in diesen Pinchen, in diesen durchsichtigen Pinchen, die Wurzeln sehen kann und wir die Abmoosung abtrennen, 3 neue Pflanzen nochmal gewonnen haben, die auch als Einzelpflanzen durchgezogen werden, weil die Mutterpflanze, die treibt super aus, da sind viele einjährige Triebe, wo wir nachher noch einen Klamster daraus machen können. Ja, und dann habe ich ein bisschen, wie ich ja schon sagte, vielleicht den einen oder anderen zum Verlosen, vielleicht verschenke ich auch den einen oder anderen am Ende dieses Videos, weiß ich noch nicht. Aber war gerade mal so eine Idee, könnte ja passieren. Also immer schön fleißig hier den Kanal abonnieren, damit ihr immer pünktlich zu den Videos einschaltet, weil wenn ich so spontan mal irgendwas verlose, was ich ja jetzt hoffentlich auch schon in einem anderen Video auch wieder im Laufe der Saison gemacht haben sollte, dann ist immer, wer zuerst malt, wer kommt zuerst. Wer nicht abonniert hat, wird nicht benachrichtigt. Also schön Bimmelbommel an und ja, seid gespannt. Ich hole euch näher ran und los geht's. So, jetzt vielleicht auch noch mal ganz kurz mit Ton. Und zwar kriege ich eine Frage, habe ich unter den alten Abmus-Videos öfters bekommen. Das habe ich einfach so gemacht, fällt mir gar nicht so auf, aber ich habe so einen Trick, würde ich das jetzt gleich nennen. Ich mache das immer so, dass ich diesen Rinnenschnitt ringsherum mache ich bei ganz dicken natürlich mit dem Messer, dass ich oben
oberhalb der Abmusstelle einmal diesen Rindenschnitt ringsherum mache und unterhalb der Abmusstelle. Wie gesagt, die Abmusstelle sollte immer so eine Höhe haben, mindestens von Stammdicke, wenn nicht sogar das Doppelte. So, und bei diesen dünneren, da bietet sich so folgender Trick an, weil es einfach einfacher geht. Anstatt mit dem Messer könnte man auch vielleicht einmal die Runde machen. Und das hatte ich in der Vergangenheit öfters gemacht und hatte mehrere Kommentare gelesen, habe sogar schon eine E-Mail bekommen und was ich da mit der Schere machen würde, was ich da schneiden würde. Ich nehme einfach die beiden Schneiden von der Schere, setze die hier an. Ich will genau auf Höhe, vielleicht kriegen wir jetzt sogar digitalen Zoom hin, das wäre geil, oder? Ja, dann sind wir jetzt hoffentlich näher dran. Setze die in der Höhe hier, wo die Astgabel ist. Ich sagte ja, ich wollte auf Höhe dieser Astgabel, weil wo diese alten Internodien drin waren, da stecken die meisten Hormone, sagt man so. Da will ich den Wurzelansatz haben von dem Oberteil. Das wird mein oberster Schnitt. So, da setze ich jetzt die Schere einmal an. Und jetzt schneide ich natürlich nicht richtig, sondern ich drücke ganz leicht zusammen. Fahre hier einmal im Kreis lang. Und zack, habe jetzt einmal einen Rindenschnitt. So, und das gleiche mache ich jetzt ungefähr 1 cm weiter unten. Setze einmal an, man merkt schon so knack, so klick, so ganz leicht, dass er in die äußere Rinde einschneidet. Mache eine Rundumfahrt. Und habe jetzt einen Rindschnitt oben, einen Rindschnitt unten. Jetzt bin ich schlecht vorbereitet. Pinkes Messer, ganz wichtig, der aus meinen Videos. Gucke ich jetzt irgendwo, dass ich einen Rindschnitt bis auf den untersten Schnitt so mache, so wie jetzt hier hoffentlich einigermaßen zu sehen. Und jetzt knippel ich einfach mit dem Fingernagel die seitliche Kante weg. Und dann kann man das einfach schön so einmal abholen. Seht ihr, wie einfach das geht? Oder auch nicht? Ja, perfekt. Auf jeden Fall kann man es jetzt relativ schön abrollen, ohne jetzt überall mit dem Messer hier die Schnitte zu machen, weil man, gerade wenn man jetzt immer permanent mit dem Messer so runterzieht, auch immer unten wieder in die Borke einschneidet und so und nicht oben und unten diese schönen sauberen Kanten einfach hat. Jetzt hat es perfekt geklappt. Jetzt hat sich das mit dem Fingernagel gelohnt. Ja. So, jetzt schon sauber, ist jetzt leicht feucht, das lasse ich jetzt antrocknen. Also ich mache jetzt eben den Rindenschnitt hier unten noch, den Rindenschnitt da. Dann tue ich so, als wenn das die ganze Zeit im selben Video ist. In Wirklichkeit steht dieser Baum dann 3 oder 4 Stunden da vorne, weil ich jetzt da vorne noch ungefähr 20 Bäume stehen habe, wo ich jetzt überall irgendwelche Maßnahmen erstmal dran mache, vielleicht auch den einen oder anderen Rindenschnitt. Lass es so lange antrocknen, nimm dann gleich einmal eben Klonix, benetzt die Stelle so ein bisschen mit Klonix, obwohl es auch ohne Klonix garantiert gehen würde, vielleicht. Wenn ich gleich dran denke, mache ich das mal, dass ich hier mal einen ohne Klonix mache, den oder den und den hier mit Klonix irgendwie so und dann werdet ihr sehen, das ist eigentlich nur, das ist Placebo. Also meine Erfahrung sagt mir, bei den ganzen kleineren Ahornsorten, da mache ich es ja ganz ohne Klonix teilweise, weil ich da keine Zeit habe, weil man die Stellen teilweise gar nicht findet. Ja, also das hier ist nur Nervennahrung, wer da Bock zu hat, kann sich sowas kaufen, das einpinseln, ich kann euch aber auch versprechen, oder ich lege meine Hand dafür ins Feuer, das funktioniert auch einfach ohne Klonix. Gerade bei diesen Sorten, die so affin Wurzeln machen wie er. Hat uns die Erfahrung letztes Jahr gezeigt. Macht sehr schnell Wurzeln wie ein sortenreiner Asa palmatum. Nach 2 bis 4 Wochen sind da Wurzeln dran. Wenn ich dann denke, hole ich euch, sobald ich die ersten Wurzeln außen sehe, schon mal hier unten runter rein, dann zeige ich euch mal eben schon mal die Wurzeln. Dann sage ich so, oh, guck mal, jetzt haben wir 1 oder 2 Wochen, also wie es dann auch wirklich ist. Ja, und dann warten wir nochmal 2 Wochen, bis die Wurzeln sich so ein bisschen etabliert haben, das Laub hier oben versorgen können und wir die Stelle abtrennen können. So, den Rest jetzt für euch ein Zeitraffer. Ich denke, ich habe genug dazu gesagt. Genießt die Bilder mit ein bisschen Musik und wir sprechen uns wieder, wenn wir die ersten Wurzeln sehen. Thank you.
Ja, ein ganz kurzes Ad-Hoc-Video. Ad-Hoc-Video. Wir haben jetzt 18 bis 20 Tage, seitdem ich die Abmosung angebracht habe. Und hier gibt es gerade dies, also seit der letzten Videosequenz haben wir, sind ein bisschen mehr als 2 Wochen vergangen circa. Ich gucke auch schon immer regelmäßig drauf, ob man schon Wurzeln sieht, weil das ja letztes Jahr bei dem anderen so schnell ging, in Anführungsstrichen. Und wie ihr jetzt seht, der äußere Trieb ist welk, der Trieb ist welk, der Trieb hier fängt an welk zu werden, der hier ist welk und der hier fängt auch so langsam an welk zu werden. Die Seitentriebe sahen gestern noch so aus. Jetzt könnte man sagen, es liegt vielleicht an dem Dünger, hatten wir ja bei dem Klammstall-Projekt so eine Nummer. Aber dann wäre der Trieb hier nicht mehr so saftig, würde ich sagen. Kann sein, dass ich in 1-2 Tagen noch ein Update gebe und der Trieb auch irgendwie welk wird. Aber im Moment kann ich nicht so richtig verifizieren, woran es liegt. Nur um das mal kurz vorwegzunehmen, das Video müsstet ihr dann schon gesehen haben, außer der treibt nochmal aus. Das ist mein Klammstall-Projekt. Sah auch so komisch aus. Die Spitzen hingen so ein bisschen, obwohl die immer gegossen wurde. Also außer einmal da, wo es so viel geregnet hatte und der hat mit der Glycine stand. Genau, bei dem waren das doch die Ausnahme. Und dann wusste ich nicht, ob es der Dünger war oder ob es eventuell dieses 1-2 Tage nicht gießen war. Aber der ist ja nie ganz ausgetrocknet. Ja, weiß nicht, kann ich schwer erklären. Dann wurden die auch erst so scheinbar so welk wie hier oben. Dann direkt nächsten Tag sahen dann auch 1-2 Triebe so aus und dann 3 Tage später war der hier platt. Hatte ich ein bisschen auf den Dünger eventuell zurückgeführt. Ich wusste nicht, ob Dünger, zu wenig Wasser, Katastrophe. Hatte dann den Dünger auch runtergenommen, aber da war schon so welk, dass du da nichts mehr gegen machen konntest. Den gieße ich jetzt morgens und abends. Ja. Hier gucke ich regelmäßig drauf und da fiel es mir gestern sofort auf, dass die so welk aussahen wie hier oben. So ganz komisch. Und den gieße ich echt auch regelmäßig. Auch die Döschen, die sind immer nass und wir sehen auch gar keine Wurzeln leider. Und weil ich da halt immer so hingucke, ist mir sofort so aufgefallen. Ja, hier würde ich den Dünger definitiv ausschließen, sonst wäre der jetzt auch schon welk. So wie der Rest des Baums irgendwie. Aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich es nicht mehr drauf habe mit dem Abmosen. Obwohl, das war ja keine Abmosung. Und jetzt kommt das große Aber. Hier habe ich den Dünger vor 20 Tagen, wie gesagt, als ich das Video gemacht habe, drauf gemacht. Und hier habe ich den Dünger vor, weiß nicht, gestern habe ich das Video dazu gedreht, nee, vorgestern habe ich das Video dazu gedreht, einen Tag später fing der an. Und hier habe ich 5 Tage vorher Dünger drauf gemacht. Also hier würde ich den Dünger mal ausschließen, weil der ist hier schon so lange drauf. Und wie gesagt, wir haben diesen Trieb noch. Wasser kriegt er aber eigentlich auch regelmäßig. Jetzt bloß die Sache, dass der, nachdem ich den von der Glycine weggenommen habe, den habe ich hier genau nebengestellt. Da stehen auch noch andere Asapalmatums neben, wo der so vorher stand. Den anderen geht's gut, also ein Pilz oder eine Krankheit. Ich habe echt keine Ahnung, wir waren im Latein am Ende. Ja, jetzt hier ist das Komische an den Abmosungen, nur an den Abmosungen kann es irgendwie aber auch nicht liegen, weil hier der Trieb unter der Abmosstelle auch trocken ist. Und der wurde sogar viel, viel eher trocken als der. Also und dir. Als die schlapp wurden gestern der Seite, war der schon, hat schon so einen trockenen Zustand. Ja, also jetzt können wir nur noch auf den Trieb hoffen. Hoffen, dass hier irgendwie eine zweite Blattgarnitur rauskommt, wie bei einem Blattschnitt. Und wenn nicht, dann war das über 1 Jahr Arbeit für die Katz. Schade, haben wir irgendwie eine Erfahrung gemacht. Also ich würde sagen, definitiv, wenn ich einen Baum abgemoost habe, mache ich nicht im nächsten Jahr direkt an ihm Doppelabmoosung. Vielleicht hat er nicht genug Wurzeln gehabt. Dadurch, dass ich jetzt die Abmoosstelle mache, kommt das Zucker, also die Stoffwechselprodukte von der Photosynthese dieser Triebe ja nicht runter zu den Wurzeln. Der kann die Wurzeln nicht ausbilden, weil die ja das Kallus fördern sozusagen an der Abmoosstelle und hier irgendwie eine Disbalance entstanden ist und der deshalb die Triebe da rumfallen ist, keine Ahnung, aber dann wird sich nicht ganz erklären, warum der abgestorben ist, aber vielleicht fördert der gar keinen Saft mehr da hoch. Also es gibt eine Menge Theorien, das ist wieder eine schöne Aufgabe für die ganzen, ich sage jetzt mal, Mitdiskutanten, die einmal in den Kommentaren mal alle mal so ihre Meinung bitte einmal kundtun, was so eure Ideen sind. Also Wasser hat er immer regelmäßig und gut gehabt, Abmoosstellen immer feucht gehalten, am Dünger würde ich ausschließen, also ich bin irgendwie so ein bisschen überfragt, würde ich sagen. Ich weiß ja auch nicht immer alles, aber wenn das hier auf jeden Fall negativ endet, dann muss ich mal so ein paar Sachen überdenken. Ja, vielleicht doppelt so viel Dünger, vielleicht war es einfach zu wenig Dünger, das eingegangen ist.
Nein, Spaß. So, wir wollen jetzt noch einen Tag oder zwei Tage, drei Tage warten, bis sich abzeichnet, dass das hier tot ist, eingegangen und das hier noch lebt oder das auch noch eingegangen ist. Und wenn das hier lebendig sein sollte und der Rest eingegangen sein sollte, dann machen wir natürlich mit dem Rest irgendwie weiter, in der Hoffnung, dass hier und hier Auszüge kommen. Wenn das auch noch austrocknet, so wie bei dem, obwohl ich das Video nicht beendet habe, ich lasse mal so zwei, drei Wochen noch ins Land gehen und hoffe, dass das eine Blattschnittwirkung hat, weil jetzt die Haupttriebe hier zum Beispiel auch noch nicht vertrocknet sind. Es sind wirklich nur die Blätter, klar, die Enden hier, die dünnen Triebe so ein bisschen. Wenn sich hier noch was tut, dann schließe ich das Video auch ab. Deshalb solltet ihr das eher sehen. Ja. Schade, bin echt überfragt. Sango Kaku, coole Sorte, aber schon wieder viele Ideen, was Sango Kakus angeht. Also bleibt gespannt und mal gucken, wie es weitergeht. Ja, alles geht vorbei, auch der Doppelstamm. Ja, und somit Ende Juli. Ich gehe mal davon aus, dass der Doppelstamm Sango Kaku auf jeden Fall komplett, nicht, naja genau, nicht komplett eingegangen ist, aber soweit ist der Doppelstamm begraben. Ich gehe immer noch davon aus, also ich spare mir auch hier diesen Take reinzumachen, das habt ihr ja beim Feldahorn Showing gesehen, das Video kann ich zur Not nochmal hier oben, da oben verlinken, dass die vertrocknet sind, weil die nicht gegossen wurden. Gerade die Pflanzen, die in den Teichkörben stehen, die hat es am schlimmsten getroffen, würde ich mal sagen. Alles, was in Schalen stand, das hatte, ja sagen wir mal, so einen Streifschuss teilweise erlitten. Bin mir zwar bei dem einen oder anderen, wie ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, nicht sicher, aber ich glaube, das wird alles irgendwie durchkommen. Wohingegen ich hier eigentlich gar keine Hoffnung mehr hatte und ich habe es ja gerade noch gesagt, bei dem Klammstahl, den ihr noch nicht vorher gesehen habt, weil ich da erstmal warte, bis natürlich der, bis eine Ersatzpflanze verfügbar ist, dann werde ich euch das Video zeigen. Da ist auf jeden Fall Hoffnung und Malz verloren. Und hier bei genauer Betrachtung, glaube ich, ist zumindest die gesamte Pflanze nicht verloren. Also die Geschichte Doppelstamm ist vorbei, deshalb beenden wir hier jetzt auch so langsam das Video. Ich hole euch jetzt gleich nochmal nah ran, weil ich hier was abschneiden will. Ich will euch versuchen, noch die Knospen zu zeigen, die ich hier an dem Stämmchen so sehe. Allerdings ist bei dem gesamten Rest, also hier in dem Haupttrieb sozusagen, da sieht man schon, dass die Rinde so eine dunkle Bräune angenommen hat und die werden dann so welk. Das sieht so, ja, sieht so aus wie bei älteren Menschen die Haut, sage ich jetzt mal. Das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Oder man sieht auf jeden Fall ganz klar, und ich habe ja schon viele tote Bäume gesehen, dass dieser Baum in Teilbereichen definitiv tot ist. Da werde ich jetzt gleich auch mal rabiat was abschneiden, weil ich zum einen direkt diese Pinnchen nochmal dieses Jahr weiterverwenden möchte. Wo, seht ihr vielleicht gleich noch am Ende. Und zum anderen ist hier ein ganz schöner Hebel drauf auf die Grundpflanze und der war ja vorher gut durchgewurzelt. Man sieht auch immer noch so Wurzelenden hier an den Seiten rausstehen, tote Wurzelenden. Auch hier sehr tote Wurzelenden, irgendwie leider ein bisschen schade. Und das heißt, er hat kaum noch Wurzeln und deshalb wankt er auch so, würde ich jetzt mal sagen. Und um nicht die letzten Wurzeln jetzt zu gefährden und zu verhindern, dass die jetzt durch Wind etc. morgen oder Sturm kommen, abreißen und vielleicht dieser Trieb hier noch durchkommt und ich damit ein neues Video anfangen kann, möchte ich zumindest die langen Hebel hier einmal abschneiden. Die sind sowieso tot. Und wie gesagt, ich glaube, das hier unten, das könnte was werden. Aber dafür würde ich euch ganz schnell einmal kurz nah ranholen, dass ihr das ein bisschen besser seht. Erstmal kurz ein bisschen weiter weg, dann schneiden wir es ab. Dann gucke ich mal, ob ich euch im digitalen Zoom noch mal ein bisschen näher kriege. Und dann sagen wir noch mal abschließend was dafür, weil ich sehr gespannt, seht ihr gleich. So, schon mal die erste Näherung in dem Sinne. Wie gesagt, das hier ist auf jeden Fall tot. Das sieht man auch schon von der Grundstruktur. Wir werden ja sehen, ob ich vielleicht falsch lag, aber ich schneide das einfach mal ab. Ja. Und man sieht, wo ist der Fokus? Wieder nicht so richtig. Ja, auf jeden Fall sieht man, dass das hier knackig trocken ist in der Mitte und ich jetzt zumindest mal meine zwei Pinnchen geborgen habe. Der hier ist ein bisschen schwer zu sagen, wo der so richtig tot ist. Ah, hier oben ist er richtig tot. Ich gucke mal, ob man das Pinnchen einfach abziehen kann. Ein Kallusrand ist auch nicht zu sehen.
Das schneide ich mal oberhalb ab. Ja, hier sieht man noch so leichten Saftfluss. Aber ich sag mal, die Seite wird er auch ganz aufgeben. Den schneide ich nochmal kürzer. So, und jetzt hole ich euch kurz noch mal ein bisschen näher, damit wir uns das noch mal genauer angucken können. So, noch mal ein bisschen näher. Jetzt im manuellen Fokus versuche ich euch noch mal ran zu zoomen. Digitaler Zoom, ich hoffe, das funktioniert alles. Und ich nehme mal ein Zeigestäbchen und möchte euch genau hier diese Knospen, ich weiß nicht, ob ihr die jetzt auch seht, die Knospe zeigen, die relativ schön rot und saftig ausgebildet ist, was auf jeden Fall meiner Meinung nach noch dazu führen kann, dass da dieses Jahr jetzt noch ein zweiter Blattaustrieb kommt, also dass hier quasi durch den Vertrocknungseffekt, weil die alten Blätter abgefallen sind, so eine Art Blattschnitt, nennen wir es jetzt einfach mal, eingesetzt hat und die Knospen, die da unter den Aststängeln schlummerten, jetzt auf jeden Fall etabliert wurden und definitiv dieser gesamte Zweig, also ich hoffe, ich habe jetzt auch herausgezoomt, dieser gesamte Zweig hier noch versorgt wird. Der sieht auch sehr gut aus. Man sieht auch hier in dem Bereich, hier habe ich auch rote Knospen, da habe ich kleine rote Knospen. Ganz unten sieht man auch so eine rote Knospe und der rechte Stiel hat auch noch so ein bisschen Saft. Also wollen wir mal einfach gucken, was daraus jetzt wird. Das wird definitiv, ich fange einfach hier nach mal blanco ein neues Video hiermit an. Vielleicht wird es eine Erfolgsstory, dann seht ihr es nächstes Jahr. Dann habe ich zumindest immer noch einen weiteren Sangokaku. Und wie es insgesamt weitergeht, das erzähle ich euch jetzt gleich, wenn ich mit dem Outro beginne. Oh, was für ein Bild tut sich denn hier auf? Ja, der ein oder andere findige Zuschauer, der regelmäßig meine unregelmäßig kommenden Videos in letzter Zeit guckt, aber Mittwoch müsste eins gekommen sein, wo ich in einem Bonsai Hole präsentiert habe, wo ich unter anderem diesen Baum her habe. Also, wen das interessiert, was der gekostet hat, wo der her ist. Hier verweise ich einmal auf das Bonsai Hole 10 oder so Video müsste es gewesen sein. Guckt euch das mal an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ansonsten, für die, die es nicht interessiert, das ist einfach ein Ersatz jetzt für meinen eigentlichen Doppelstamm. Den Doppelstamm, den ich ja damals aus dem Sangokaku hier abgemoost hatte, das war ja eine Grundpflanze von Scholl oder Scholz, dem Gärtner. Ja, war aufgefropft. Einer der Gründe, weshalb ich überhaupt abgemoost habe. Dann als beste Applikation daraus aus der Grundpflanze, aus dem Grundformat des Baums ergab sich direkt ein schöner Doppelstamm, weshalb ich den ja auch so versucht hatte zu etablieren. Was ja letzten Endes an mir etc. in dem Gießen gescheitert ist und nicht an dem Baum und an der Sorte, alles super, ließ sich erfahrungsgemäß sehr gut, sehr schnell, ziemlich einfach abmoosen. Gutes Ergebnis, eigentlich eine einfache Pflanze, bloß Patrick wollte wieder zu viel von der Pflanze, plus das Vergessen des Gießens, wo ich nicht hier war, was halt passiert. Das passiert. Ja, nichtsdestotrotz habe ich, passt gar nicht so ganz aufs Bild, natürlich hier auch wieder was vor. Den habe ich jetzt als Ersatz. Also wir haben schon mal einen wesentlich dickeren Stamm von Grund auf. Ist auch eine aufgefropfte Pflanze. Nur muss ich sagen, ist es entweder wesentlich besser gemacht oder weil der Wuchs schon wesentlich weiter ist, würde ich einfach sagen, das hier sieht besser aus, als es ursprünglich bei der Mutterpflanze von ihm aussah. Hier will ich natürlich eine Grundabmoosung machen, das wird aber alles Teil eines neuen Videos. Und hier sind auch mehrere Doppelstamm-Applikationen möglich, wo ich jetzt auch noch so am Überlegen bin, weil hierfür würde ich einen direkten Nachfolger finden, direkt wieder in den Doppelstamm gehen. Das andere werden andere Projekte nochmal, die dann auch wieder in ganz vielen anderen Videos zu sehen sind. Deshalb werde ich hier ganz viele Videos abarbeiten. Einmal die Doppelstamm-Abmoosung, wo ich dann den Doppelstamm etabliere. Und dann noch verschiedene Einzelstämme plus einmal den Grundstamm natürlich als einen, ich sage jetzt mal, etwas älteren und schon etwas weiterentwickelten Ahorn-Bonsai sozusagen. In welcher Reihenfolge ich das abarbeiten werde oder auch nicht, das werdet ihr dann in den einzelnen Videos dazu sehen. Also freut euch, nächstes Jahr kommen bestimmt 5 oder 10 Videos zu Sangokaku, weil ich habe ja auch hiervon noch ein paar Reste und Sachen, die auch parallel laufen. Ja, und um es mit den Worten von... Wie hieß er? Ist heute Sonntag, habe heute noch mein koreanisches Heimbuchen-Video veröffentlicht. Sebastian der Angler. So langsam müsste es heißen, wenn ihr lebende Bonsais sehen wollt, dann schaut euch eure eigenen an. Fand ich einen guten Spruch, habe mich vorhin echt schlapp gelacht. Also danke für den Kommentar, werde ich gleich hoffentlich noch beantworten. So, und ich werde jetzt auf den Geburtstag und wenn ihr lebende oder ähnliche Bonsais sehen wollt, dann schaltet doch einfach Sonntag wieder ein, wenn es wieder heißt My Trees in the Pot, 18 Uhr mit eurem Patrick. Das war's für heute. Bis dann. Ciao.